Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um zwei schicke Schnappdrachen, die wir uns anschauen wollen und dazu geben wir hier als allererstes mal Schnappdrachen ein mit Doppel-P, so rum haben wir es. Und zwar einmal hier um den tiefen Korallen-Schnappdrachen, das ist das Allianz-Mount und dann einmal um den Schnappdrachen-Tankpirscher, so rum, das ist das Horden-Mount. Und zusätzlich haben wir noch einen weiteren königlicher Schnappdrache, den gucken wir uns aber auch heute nicht an, will ihn bloß erwähnt haben, den bekommt man übrigens aus der Paragon-Kiste, sowohl von Ankoanern als auch den Entfesselten, das ist die Ruf-Fraktion hier in Nasjatar und Paragon-Kiste ist die Kiste, die ihr erhaltet, wenn ihr ehrfürchtig seid und dann dementsprechend nochmal 10.000 Rufe spielt habt. So, gucken wir uns die beiden Drachen an und zwar, wo bekommen wir die her? Funktioniert bei beiden Fraktionen ähnlich. Ihr habt so ein schickes Lagerfeuer, beziehungsweise auf der Hornseite ist es so ein Kristall, den ihr anklicken könnt. Wenn ihr den hier anklickt, dann habt ihr eine Auswahl von Anhängern. Das sieht bei der Allianzseite genauso aus. Ihr habt hier halt dieses Lagerfeuer, was wir anklicken können. Und wenn wir das anklicken, dann haben wir hier so eine Auswahl mit Anhängern. Diese Anhänger können wir leveln. Es gibt für jeden Anhänger auch Achievements, dass man auf Stufe 10 bringen muss, auf Stufe 20, auf Stufe 30. Ja? Das ist unter anderem auch Teil des Meta-Achievements. Jetzt ist es so, dass wenn ihr einen bestimmten von diesen Anhängern auf 20 bringt, bekommt ihr eine Quest, dass ihr dieses Mount bekommt. Es gibt bei allen Anhängern eine Quest auf Stufe 20, dass ihr was bekommt. Bei manchen ist es ein Pet und anderes unnützes Zeug. Und ja, bei einem bestimmten ist es der Anhänger. Bei einem bestimmten Anhänger ist es quasi das Mount. Und zwar ist es bei der Allianz der mittlere, der Jäger Arcana. Und den habe ich jetzt schon auf 21 gebracht. Das war mein zweiter, den ich jetzt über 20 gebastelt habe. Und wenn ihr, sobald ihr ihn auf 20 habt, gibt es dann hier diese Quest. Die könnt ihr annehmen. Und ihr seht, ihr kriegt direkt das Mount. Annehmen. Abgeben, zack, Mount ist im Inventar. So weit, so gut. Jetzt schauen wir mal, wo es quasi bei der Horde ist. Und zwar ist es hier nicht der mittlere, sondern ihr müsst jetzt den linken auf der Hornseite euch holen. Neri heißt die. Und wenn ihr die auf 20 bastelt, kriegt ihr dementsprechend das Horden-Mount. Mir wurde jetzt gesagt, wenn ich einen Mount mir gespielt habe, habe ich beide Varianten. Also sprich, wenn ich mir das Horden-Mount gespielt habe, habe ich auch das Ali-Mount. Und wenn ich das Ali-Mount habe, habe ich auch das Horden-Mount. Wir werden das jetzt einfach mal testen. Ich habe 588 Mounts. Wir setzen das jetzt mal ein. Und ihr seht, 590, es ging um 2 hoch, heißt, ich habe jetzt beide Schnappdrachen bekommen und ich würde sagen, die gucken wir uns jetzt mal an. Schnappdrache und ihr seht, das kann ich natürlich nur mit der Hordenseite reiten und das kann ich nur mit der Allianzseite reiten. Schauen wir uns mal den Allianz-Schnappdrachen an. Gehen wir mal ein bisschen hier vom Weg weg und die Viecher kennen wir ja schon, die klopfen wir hier Nasjatar zuhauf um. Der sieht so ein bisschen aus wie diese Elite-Schnappdrachen, die sind ja immer so ein bisschen dunkel-lila gehalten. Ist ein schickes Mount. Was hat denn das an Mount Special? Okay, es reißt einfach das Maus auf. Das ist jetzt nichts Spektakuläres. Das haben relativ viele Mounts. Ja. Aber mal was anderes. Schaut ganz schick aus. Kann man machen. Und es ist jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Aufwand. Wie ihr den Ruf am besten fahrt, werde ich gleich nochmal drauf eingehen. So, jetzt habe ich mir extra meinen Hordenschar hier schon geparkt. Dann schauen wir auch mal den noch ein bisschen genauer an. Schnappdrachen. Und zwar ist das der ein bisschen hellgrüner. Das sind, glaube ich, immer diese Non-Elite. Die sind eher so ein bisschen im in grüner gehalten. Und dann gibt es noch einen weißen, der ist, ja, das ist, glaube ich, der Rare dann. Ja, schau mal, mein anderer hat den Allianz-Schnappdrachen, ne? Mein Begleiter hier bei der Ding. Jetzt schauen wir mal noch den letzten Schnappdrachen, den wir aus der Paragon-Kiste rauskriegen. Ah, das ist dann der weißliche. Okay, genau. Also so viel zu den Schnappdrachen. Wo kriegt man sie jetzt her? Und zwar funktioniert das so, dass ihr bei dem Lagerfeuer, beziehungsweise bei der Horde, bei dieser komischen Muschel, jeden Tag einen Anhänger auswählen könnt. Für diesen Anhänger bekommt ihr dann im Lager eine Quest und zwei Daily Quests auf der Karte angezeigt. Sprich, ihr könnt täglich 3 Quests machen, die a 100 Ruf bringen. Heißt, ihr könnt genau 300 Ruf machen am Tag mit diesen Daily Quests und eine Stufe braucht 300. Heißt, ihr kriegt eine Stufe am Tag hoch, 20 Tage das gemacht, habt ihr das fertig. Ihr könnt nochmal Zusatzruf farmen mit diesen Baumbossen, die es ja hier gibt. Hier ist einer, hier ist einer, hier ist einer. Und hier oben ist einer und die droppen einen Ruftoken, das auch nochmal Ruf für alle Anhänger bringt. Ich glaube 100 für jeden Anhänger und dann nochmal 350 Ruf für die Ankoaner bzw. Entfesselten.
Das kann man auch einmal wöchentlich mitnehmen. Manche Leute meinen sogar, es ist täglich. Bin mir da nicht sicher. Ich glaube, dass es wöchentlich ist. Oder das Ding hat einfach eine ziemlich beschissene Chance. Dadurch kriegt ihr auch Ruf. Es gibt auch noch weitere Ruf-Token, die von allen möglichen Mobs droppen können. Die droppen es aber so schlecht, dass ich nicht empfehle, so ein Zeug zu farmen. Das ist dann von allen möglichen. Da gibt es mal eine Krabbenhand, die könnt ihr dann einfach abgeben, wenn ihr sie irgendwann mal zufällig gelootet bekommt. Und kriegt dann einfach 50 Ruf. Wie gesagt, ich habe das jetzt insgesamt hier 2-3 Mal bekommen. Es droppt nicht sonderlich häufig. Das würde ich nicht empfehlen zu farmen. Diese Baumbosse, die kann man ganz gut machen. Dazu habe ich aber auch schon ein Video gemacht. Und das werde ich euch einfach verlinken. Und wie gesagt, wenn ihr täglich hier die 3 Dailies quasi macht, dann seid ihr auf einem ganz guten Weg, dass ihr nach ein paar Tagen die Mounts zusammen habt. Das war es eigentlich mit dem kleinen Mount Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das Ganze der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.